Industriebau ist das Thema im Februar. Wir waren wieder unterwegs und haben uns umgesehen bei den Firmen, die mit modernsten Werkzeugen zum Bruttoinlandsprodukt beitragen. Aber in erster Linie haben wir uns gefragt, welche Rolle spielt die Architektur in fortschrittlichen Technologieunternehmen? In erster Linie geht es darum, die Produktionsflächen zu vergrößern, aber auch die Mitarbeiter zu motivieren oder gerade bei Firmen, die von Familien noch geführt werden, an ihrem Standort eine attraktive Adresse zu schaffen. Wir haben uns also umgesehen in Dannenberg, in Rehau, in Hettingen, in Bad Laasbach, da brauchen wir schon Navigationsgerät, um das alles zu finden, aber auch den Technologiepark in Westerheim, Allgäu. Dort wurden kleine Pavillons gebaut, um dem Wildwuchs der üblichen Gewerbegebiete Einhalt zu gebieten. Und noch eine Mitteilung gibt es zu machen. Zum letzten Mal erscheint in dieser Form die Seite 1. Ab Februar ist Alexander Gutzmann zuständig für den Inhalt des Baumeister. Ich spiele den Herausgeber, werde aber weiter mit Interesse die Architektur beobachten. Man sieht sich.